Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? So oder so ähnlich hieß es beim Märchen Hänsel und Gretel der Gebrüder Grimm. Wer hätte gedacht, dass dieses Märchen einmal Realität wird? Zumindest einigermaßen, denn wir sind hier heute auf dem Knuspermarkt in Neuwied, dem Neuwieder Weihnachtsmarkt mit einem ganz eigenen Namen, um es sagen, mit Ständen, die wahrlich zum Anbeißen sind. Nicht nur kulinarisch, sondern auch handwerklich allerhöchste Kunst. Wir schauen uns um und haben die Highlights für euch bereit. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings. Three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me nine ladies waiting, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the tenth day of Christmas, my true love gave to me ten lords a-leaping, nine ladies waiting, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 pipers piping, 10 lords a-leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords a-leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6... Viele tolle Highlights, die vor allem Sie selbst erleben müssen, gibt es auch in diesem Kalenderjahr 2023 auf dem Neuwieder Knuspermarkt. Wen es allerdings nur heute gibt, am heiligen Nikolaustag, ist der Nikolaus selbst. Lieber Herr Nikolaus, wie war es denn auf dem Knuspermarkt? Also als Neuwieder kann ich alle nur einladen, nach Neuwied zu kommen. Ist immer was sehenswert. Neuwied ist eine tolerante Stadt, die genau das lebt, was der eigentliche Christentum ausmacht. Miteinander durch Frieden. Und wie kommt es jetzt, dass der Nikolaus es selbst erhaben hat, noch einmal zur späten Abendstunde über den Neuwieder Knuspermarkt zu gehen? Der Nikolaus hat noch ein bisschen ein paar Kinder überraschen wollen. Er war heute den ganzen Tag unterwegs. Wir waren bei LKW-Fahrern unterwegs auf der Autobahn. Wir waren bei der Autobahnpolizei und am Schluss geht der Nikolaus immer gerne, wenn jeder Licht und betunkelt. Und die Stimmung möchte er miterleben, wie die Menschen für Weihnachten verbringen. Alles richtig gemacht in der eigenen Abendplanung. Tolle Geschichte. Ich sage vielen lieben Dank. Das war es vom Neuwieder Knuspermarkt hier im Kalenderjahr 2023. Vorbeikommen lohnt sich. Vielen Dank.